Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Trade Bowler. Wie jede Woche würde ich Ihnen auch diese Woche gerne einige interessante Titel von den US-Börsen zeigen. Ja, ich könnte eigentlich das Ganze auch über eine Stunde präsentieren. Es ist momentan wirklich Wahnsinn, was wir für Bewegungen an den Märkten sehen. Ich hoffe, Sie können es im Hintergrund gut erkennen. Das ist jetzt hier der Wert von Nokia. Und Sie sehen, im Prinzip hat sich der Wert innerhalb von 3-4 Tagen in der Spitze, wenn wir sehen, dass es heute fast bei 10 Dollar war, vervierfacht. Wir haben letzten Freitag noch Kurse von 2 Dollar, 2,20 gehabt und heute in der Spitze 0,50. Es ist nach wie vor fast wie immer im Bilderbuch. Wir haben einen Anstieg der Volumen, speziell jetzt hier im Optionsvolumen. Der erste Ausbruch war schon recht signifikant und gestern ist es sogar ein kleines Stück zurückgekommen im Handel. Und heute diese Wahnsinnsbewegung. Und jetzt sehen Sie hier auch die Option, die wir uns gestern hier rausgesucht hatten, weil als Beispiel innerhalb eines Tages 430%. Aber man muss dazu sagen, allein die Aktie hat ja auch 47% gemacht. Also da war schon einiges an Volatilität enthalten, an implizierter Volatilität bei der Aktie selbst drin. Auch verständlich nach so zwei Tagen Bewegung. Und ich glaube, den werden Sie von einem der vorangegangenen Videos schon kennen. Da haben wir letzte Woche noch darüber gesprochen, hatten hier auch wieder dieses gleiche Szenario aufgemalt mit den hohen Optionsvolumen. Da ging es eigentlich auch schon etwas zeitiger los, hier am 19. Januar, wo wir das erste Mal so einen Ausschlag hatten im Volumen und bei der Bewegung selbst. Und meine, das sind teilweise surreale Prozentzahlen. Wir haben 234% plus bei der Aktie aktuell. Die Option haben eine implizierte Volatilität von 300%. Das zeigt natürlich, dass da schon einiges eingepreist war. Aber bei solchen Bewegungen der Aktie braucht man ja momentan nicht über Optionen nachzudenken. Wichtig halt auch nur zu wissen, bei solchen Titeln, gerade wenn die jetzt so überhitzt sind oder so stark gehypt werden, dass natürlich die Korrektur in diesem Fall sehr, sehr schnell gehen kann. Und man darf nicht vergessen, bei AMC Entertainment haben wir vor ein paar Tagen noch über eine mögliche Insolvenz gesprochen. Und da würde ich dann auch gerne in einem der folgenden Videos drauf eingehen, was diesen Hype momentan ausmacht oder wo kommt das Ganze her, dass solche Übertreibungen, muss es ja so sagen, im Markt aktuell entstehen. Dafür ja, würde ich Ihnen einfach empfehlen, schauen Sie auf unserem Kanal, sich die anderen Videos auch an und subscriben Sie den Kanal, dass Sie dieses Video dann auch nicht verpassen werden. Ja, neben AMC und Nokia, die sicherlich auch viele mit auf dem Schirm hatten, wollen wir nochmal auf einen Wert zurückgehen, den wir schon Ende Dezember einmal etwas intensiver besprochen hatten. Das ist Apple. Apple bringt, oder wenn Sie das Video schauen, sind die Zahlen schon raus. Wir hatten damals darüber diskutiert, interessant, über das Allzeithoch. Am Montag gab es hier einen Ausbruch. Wir können es vielleicht ein bisschen auseinanderschieben. Gab es hier den Ausbruch über das Allzeithoch oder über diese 140-Dollar-Marke. Jetzt vor den Quartalszahlen, die heute Abend kommen, ist es noch mal recht ruhig um die 143. Aber solche Dinge, solche Trends, wo man auch sieht, der Markt steigt, die Erwartungen sind, glaube ich, recht positiv, kann man auch mitnehmen und vielleicht mal 2-3 Tage, bevor die Quartalszahlen verkündet werden, dann einen Pre-Earnings-Trade durchzuführen. Gerade im Optionshandel, glaube ich, recht beliebt durch den Anstieg der implizierten Volatilität. Und alles andere muss man natürlich abwarten, wie die Zahlen ausfallen. Aber das, was wir im Dezember schon so ein Stück weit erkennen konnten, hat sich jetzt heute bewahrheitet. Es ist noch ein zarter, kleiner Ausbruch, würde ich sagen. Aber da wird sicherlich in den nächsten Tagen noch einiges drauf folgen, abhängig von den Quartalszahlen. Und ja, das soweit alles von meiner Seite. Ich freue mich dann wieder auf die nächste Woche, wo wir Ihnen die nächsten interessanten Titel hier vorstellen werden. Bis dahin, vielen Dank.